I have the high privilege. Es ist mir eine Ehre, Ihnen den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika anzukündigen. Wir stehen an einem Wendepunkt der Geschichte. Die Augen aller Menschen, aller Nationen sind wieder einmal auf uns gerichtet, um zu sehen, was wir mit diesem Moment anfangen. Mr. President, die ganze Welt weiß, dass 9/11 eine Lüge ist. Ihre Glaubwürdigkeit wird zerstört, wenn Sie weiterhin behaupten, dass Amerika am 11. September von Moslems angegriffen wurde. Ich erinnere nochmal jeden. 3000 Amerikaner wurden am 11. September 2001 getötet, nur weil sie ihrer Arbeit nachgingen. Al-Qaida und seine Anhänger haben seitdem Tausende von Menschen in vielen Ländern getötet. Obama lügt, genau wie Bush. Ich erkenne keinen prinzipiellen Unterschied. Ich erkenne durchaus einen Unterschied in der Tonlage, aber nicht in den Fakten am Boden. Um unsere Truppen zu entlasten, erhöhe ich das Budget für mehr Soldaten und Marines. Ihnen möchte ich sagen, dass wir eure Arbeit zu schätzen wissen und inspiriert sind von eurem Opfer. Ihr habt unsere uneingeschränkte Unterstützung. Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts reichen vom Terrorismus zur nuklearen Bedrohung, von Epidemien zu Angriffen aus dem Cyberspace und zunehmender Armut. Wir werden alle Fronten stärken, neue erarbeiten und alle Elemente unserer Macht nutzen. Wir werden eine neue und umfassende Strategie für Afghanistan und Pakistan erstellen, um Al-Qaida und Extremismus zu bekämpfen. Denn ich werde es nicht zulassen, dass sich Terroristen auf der ganzen Welt gegen unsere amerikanischen Bürger verschwören. Das werden wir nicht zulassen. Die sind wirklich verrückt auf die Idee, wir beherrschen den ganzen Welt. Der Pentagon hat einen Begriff dafür, Full Spectrum Dominance. Wir kontrollieren alles. Land, Seen, Luft, Cyberspace, Outer Space, alles. Wir wollen ein Pax Americana. Ein allumfassendes globales Imperium. Das war der zentrale Hintergrund für den 11. September. Denn es war der Grundstein für alle weiteren Verbrechen. Es war die Basis für die Aussage, jetzt können wir foltern. Jetzt können wir ein anderes Land ohne Grund attackieren. Wir haben auf der Basis von 9/11 eine neue Doktrin für Präventivkriege geschaffen. Böse Terroristen greifen die freie Welt an und diese muss sich verteidigen. Und wir verurteilen das schreckliche Verbrechen unter der Leitung von Osama bin Laden am 11. September 2001. Das müssen sozusagen auf amerikanischen Druck hin weltweit alle Regierungen so äußern. Und wenn man weiß, dass eine solche festgelegte Rhetorik zwangsweise auferlegt wird, dann dürfen wir natürlich daran zweifeln, ob sie stimmt. Two billion people watched. 2 Milliarden Menschen.